Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnappfischausgabe hier auf TDTV. Wie ihr schon seht, sind wir heute mal wieder mit der Kamera unterwegs, um euch ein besonderes Projekt für Kinder und Jugendliche vorzustellen. Seit Monaten wird die Flüchtlingssituation in Hamburg, Deutschland und auf der ganzen Welt stark diskutiert. Überall wird über die Flüchtlinge gesprochen, aber nie so richtig mit ihnen. Die offene Kinder- und Jugendarbeit Glashütte und die Jugendhilfe Norderstedt wollten das zusammen ändern und haben mit den Betroffenen selbst gesprochen. Hieraus entstand das Projekt Flucht und Asyl. Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern den Zugang zu dem Thema Flucht und Asyl zu erleichtern. Hierfür haben die jungen Geflüchteten in Zusammenarbeit mit Schnappfisch ihre individuellen Geschichten in Kurzfilmen erzählt. Dabei geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunftspläne, Wünsche und Träume. Die fünf Filme von Shersha, Bilal, Jennifer, Usef und Kosai werden heute im Lise-Meissner-Gymnasium vorgestellt. Danach werden die Geflüchteten selbst Fragen der Schüler beantworten. Eine Ausstellung unterstützt die Filmvorführung. Dort werden wir uns zusammen mit den Schülerinnen und Schülern zusammen umhören und umschauen. Wir hoffen, der Einblick in die persönlichen Biografien und Lebenswelten weckt auch euer Interesse. Ich bin hier jetzt in dem Ausstellungsraum zum Thema Flucht und Asyl mit Erik und Elisabeth. Und habt ihr irgendwas mit der Ausstellung vorher zu tun gehabt? Habt ihr euch die Ausstellung schon mal angeguckt? Nee, also wir haben gar nicht hier mitgearbeitet eigentlich. Wir sehen die jetzt auch zum ersten Mal. Okay, cool. Dann gucken wir uns jetzt zu dritt einmal diese Ausstellung an und ich werde den beiden ein paar Fragen stellen und jetzt fangen wir erstmal an. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Wie kriegt ihr das im Alltag mit über Medien oder was denkt ihr über diese Meinungsfreiheit? Also ich finde Meinungsfreiheit schon sehr, sehr wichtig, solange das halt nicht irgendwie jemandem schadet. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. Was denkt ihr darüber? Seid ihr in Religion reingeboren oder habt ihr euch selbst zu einer Religion entschieden? Oder wie sieht das bei euch aus? Also ich bin reingeboren einfach und ja, ich mag meine Religion. Und wenn man sie halt nicht mag, dann kann man ja halt wechseln. Hier sind überall Kommentare von Menschen, die Kommentare sind, wie man sieht, meist nicht positiv. Was haltet ihr davon? Ich finde, dass sowas zum Beispiel total bescheuert ist. Es ist halt einfach irgendwelche komischen Vorurteile, die man auch nicht bestätigen kann. Zum Beispiel, dass Asylanten Ziegen klauen und schächten und so. Wir haben uns jetzt die Ausstellung schnell und ein bisschen angeguckt. Was denkt ihr darüber, wenn ihr jetzt so krass mit dem Thema Flucht konfrontiert werdet? Ich finde halt, dass das halt krass ist, dass die Menschen einfach alles so hinter sich lassen und ein neues Land halt einziehen und halt ihre Freunde hinter sich lassen. Und dann müssen sie sich ja hier jetzt einfach neu finden. Ist halt auch manchmal schwer und die brauchen halt Hilfe bei ein paar Sachen. Und ja, ich finde schon gut, dass das Deutschland macht und viele Flüchtlinge aufnimmt. Und ja.